Hallöchen, wir sind die Gruppe Dreamscapes und wir haben heute den zweiten Platz hier gemacht. Du kannst es auch bringen, Bro. Und bei uns geht es einfach um Breakdance, um Zusammensein, mit Herz dabei sein. Tanzen und Sport verbindet einfach jeden. Und wir sind glücklich, dass wir hier heute angehört wurden und etwas vortanzen dürfen. An meinem Projekt hat mich begeistert, dass die Jungs mit vollem Wille, vollem Einsatz dabei sind, viel trainieren müssen und das eiskalt durchziehen. Ich freue mich sehr, dass wir heute, die Landtagspräsidentin und ich, gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten den Bayerischen Integrationspreis 2019 verleihen durften an drei großartige Projekte. Wir haben in diesem Jahr das Schwerpunktmotto Sport gesetzt. Sport macht, Sport bringt, gerade in unseren Sportvereinen, in sportlich aktiven Gruppen wird hervorragende Integrationsarbeit geleistet mit einem unglaublichen, vor allen Dingen ehrenamtlichen Engagement. Da habe ich wirklich großen Respekt davor und bin ich auch sehr dankbar. Wir sind von der Rudergemeinschaft Olympos Würzburg. Wir sind der Meinung, dass Rudern, dadurch, dass alle in einem Boot sitzen, eine sehr gute Sportart ist, dass jeder vom anderen lernen kann. Es ist hervorragend, was für unterschiedliche engagierte Projekte wieder dabei waren. Also vielfältige Möglichkeiten, die auch gezeigt haben, dass durch diese sportlichen Aktivitäten auch dann in die Schule, in den Beruf entsprechend diese Kraft und Stärke hineingetragen wird. Wir sind Campus Asyl. Unser Hauptgebiet ist, Sport mit Flüchtlingen zu treiben. Ich denke, wir haben ein sehr, sehr familiäres Verhältnis. Wir sind alle sehr, sehr eng. Wir haben viele Freunde inzwischen unter den Flüchtlingen. Und es ist keine Dienstleistung von uns an Flüchtlinge oder an geflüchtete Menschen, sondern es ist einfach ein großes Miteinander. Mich hat sehr beeindruckt vor allem die Gemeinsamkeit der Projekte, dass man durch Integration die Gemeinschaft stärken kann und dass man gemeinsam auch mehr erreichen kann und damit eine neue Heimat für viele, die zu uns gekommen sind.